Julia Quinn gegen die ebenfalls richtig starke heute Olivia Clark im Tor der Waliserin. Gwyn gegen Clark. Gwyn drin! Wieder Brandt. In der Mitte Lattwein. Die geht zu Boden. Und zwar nach diesem Schubser ihrer Gegenspielerin. 35. Minute. Foul-Elfmeter. Und Gwyn verwandelt zum 2:0. Auf Kurs. Dieses Klammern von Ingel an Hegering ahndet die Schiedsrichterin mit Elfmeter. Julia Gwyn. Ganz schön knapp, ganz schön cool von der Verteidigerin. Gwyn traf bereits im letzten Spiel gegen Island vom Punkt. Auch diesmal ist der Ball drin und sie macht eine starke Partie. Aber die DFB-Frauen erhöhen minütlich den Druck. Oberdorf ist das. Auf Schüller. Ganz knapp vorbei. Aber der Pfiff, gut zu hören. Strafstoß fürs deutsche Team, absolut zu Recht. Ivers Dottier räumt Schüller da richtig ab. Julia Gwyn, wie schon zuletzt gegen Wales. Eiskalt. 0:1. Die hochverdiente Führung in der 65. Minute. Julia Gwyn bleibt cool in der Kälte von Reykjavik. Die Münchnerin zum dritten Mal in Folge erfolgreich vom Punkt. Guckt die Keeperin da ganz locker aus. Julia Gwyn, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Der war hart heute, oder? Ja, definitiv hart erkämpft. Wir haben gerade gesagt, es war ein richtiger Krampf heute. Wir hatten zwar einige Torschossen, aber irgendwie war es wie verhext heute. Der Ball wollte nicht rein. Deswegen auch gut, dann nach einem Elfmeter zu treffen. Das tut so einem Spiel immer gut. Aber ja, wir hingen dann doch sehr lange in der Luft, haben schon ein bisschen bangen müssen, dass wir das 1-1 noch kriegen. Und deswegen war das 2-0 von Clara dann wirklich erlösend am Ende. Warum ist es nicht gelungen, so die Spielfreude und all das, was am Freitag, vor allem in der zweiten Hälfte zu sehen war, heute auf den Rasen zu bringen? Ja, momentan fehlt uns einfach die Effektivität. Also wir sind eigentlich im letzten Drittel, aber kriegen es nicht hin, dann irgendwie auch unsere Mitspielerin zu finden. Haben sehr viele Durchbrüche über außen, aber schaffen es nicht, dann einen Kopf oder einen Fuß zu treffen. Und daran müssen wir definitiv arbeiten, weil gegen andere Mannschaften bekommt man nicht so viele Chancen. Und dann kommt es eben auf diese Effektivität an. Sie haben jetzt zum dritten Mal per Elfmeter geschossen und heute war es ein ganz wichtiges Tor nach diesem ganzen Krampf, ne? Ja, freut mich natürlich riesig, dann auch der Mannschaft helfen zu können. Ich glaube, gerade wenn der Spielstand 0-0 ist und das Spiel so, dann ist es immer schön, dann mit 1-0 in Führung zu gehen durch so einen Elfmeter. Von daher bin ich sehr, sehr happy. Können Sie sich jetzt nach dem Krampf aber trotzdem freuen, weil am Ende sind es halt die 3 Punkte, die Sie auch dringend brauchen? Ja, ich glaube, es war nicht das schönste Spiel von uns, aber wie gesagt, am Ende zählen die 3 Punkte und die wollten wir auf Biegen und Brechen mitnehmen und da sind wir jetzt stolz drauf.